Herzlich willkommen zu diesem Video aus der Videoreihe PowerPoint 2016, erste Schritte. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Animationseffekten. Und was kann man da machen? Ich kann jetzt hier hergehen und einzelne Bereiche aus der Folie mit bestimmten Effekten versehen. Das heißt, es passiert mit denen etwas, wenn sie dann eingeblendet werden. Und das kann man natürlich machen, indem ich hier zum Beispiel eine Nummerierung oder eine Aufzählung mache. Jetzt gehe ich einmal auf Start. Markiere mir hier diesen ersten Text, markieren wir uns gleich einmal alles, machen wir eine ordentliche Aufzählung, gehe hierher. Ich möchte jetzt hier diese Aufzählung dann dementsprechend hier mit einer entsprechenden Animation versehen. Markiere das Ganze dann, gehe hier auf Animation und kann mir dann hier bestimmte Animationen mir dann einfallen lassen. Ich habe eine große Möglichkeit. Betont wäre jetzt hier zum Beispiel, was nehmen wir denn da? Vergrößern. Man sieht schon, wenn ich dann hineinklicken würde, dann würde er genau das dann für beide dann durchführen. Man sieht hier einen Einser, man sieht hier den Einser. Ich mache das jetzt einmal und gehe mal in die Präsentationsansicht, Bildschirmpräsentation, mache hier ab aktueller Folie, klicke sie her. Man sieht, es wird dann dementsprechend dann hier dann größer dargestellt. Aber es passiert mit den gesamten Aufzählungen. Ich gehe dafür jetzt hier wieder in diese Animationsansicht und bin damit nicht sehr zufrieden. Ich möchte jetzt hier für das zweite eine andere Animation einfügen. Habe jetzt dazu mal die Animation mal weggenommen für die zweite und suche mir jetzt eine zweite Animation. Und was nehmen wir uns da? Ich nehme da jetzt einmal dieses hinein. Schwimmen oder wie auch immer das heißt. Und für das erste nehme ich mir was anderes. Dann nehme ich dann dieses Wischen zum Beispiel heraus. Ich sehe hier 1 und 2, also zwei Animationseffekte. Gehe wieder hier zur Bildschirmpräsentation, starte wieder die Bildschirmpräsentation ab aktueller Folie. Wenn ich hierher klicke, das erste Mal habe ich diesen einen Effekt und beim zweiten Mal dann diesen Effekt und habe die dann also einzeln dann gehabt, dass sie mir dann etwas anzeigen. Ja. Ich habe dir also gezeigt, wie man für einzelne Bereiche eine Animation festlegen kann. Ich mache das hier dann nach oben vielleicht noch einmal, damit es dann besonders deutlich ist. Hier in der Registerkarte Animation. Ich mache hier dann das Drehen vielleicht. Siehst schon, so würde das gedreht werden. Und wenn ich jetzt hier wieder zur Bildschirmpräsentation gehe, habe aktueller Folie, klicke ich einmal hinein. Dann erscheint das hier und erst zum Schluss dann das hier. Denn wenn ich die Bildschirmpräsentation beende, und dann wieder auf Animation gehe, siehst du, dass dann hier die Reihenfolge dann dementsprechend hier dann so festgelegt ist. Das heißt, im Idealfall würde man natürlich hier das hier als ersten dann festlegen, dann als zweiten und als dritten und dann der Reihe nach praktisch dann hier diese Animationen dann, ja, dass sie dann startet praktisch, wenn man dann diese Folie dann einblendet. Ich hoffe, du hast etwas Neues hier kennengelernt oder du hast wieder etwas wiederholt. Und ich freue mich schon auf dich beim nächsten Video aus der Reihe PowerPoint 2016, erste Schritte.